Guten Tag. Ich bin entzückt, das Schreckenskabinett des Dr. Phipps vorstellen zu dürfen. Das ist ein vorzüglicher englischer Horrorfilm mit Herz, Humor und noch mehr Toten. Es geht darum, dass die Frau von Dr. Phipps während einer Operation verstirbt. Das stößt ihm sauer auf und deshalb bringt er alle Menschen um, die mit diesem Eingriff zu tun hatten. Mit viel Liebe zum Detail wird unter anderem gezeigt, wie jemand der Kopf zerquetscht wird, wie jemand durchbohrt wird und wie jemandem das komplette Blut aus dem Körper gesaugt wird. Einfach wunderbar. Köstlich ist auch, dass Hauptdarsteller Vincent Price eine Art Schrumpelmaske tragen musste, die es ihm unmöglich macht, sich zu bewegen und zu gestikulieren. Deshalb hat er sich eine Art goldiges Dauerrülpsen zugelegt, um ein bisschen Bewegung hineinzubringen. Das sieht ungefähr so aus. Herrlich, oder? Ein kleiner Tipp zum Abschluss. Überraschen Sie doch mal Ihren Liebsten mit diesem Rülpsen. Ich bin gewiss, er wird davon beeindruckt sein.